Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen, bleibt immer schön sportlich fair. Wir legen los mit dem Freitagabendspiel, dann gibt es die Konferenz, Timelinks und Kapitelmarken. Ist alles eigentlich eingerichtet, dann kommt ihr dahin, wohin ihr wollt. Ja, vielen Dank fürs Reinschalten und los geht's. Ohne zu übertreiben, das Spiel von Hoffenheim am Montagabend gegen Leverkusen, das hat körperliche Schmerzen bereitet. Was für ein langweiliges Fußballspiel. Jetzt die Hoffenheimer zu Gast bei RB Leipzig, ausgerechnet bei einer der besten Mannschaften der Liga. Und man sah von Beginn an, in welche Richtung es gehen sollte. Leipzig mit dem Ball am Fuß, Hoffenheim konfus in der Defensive, aber irgendwie schaffen sie es dann über eine halbe Stunde kein Gegentor zu kassieren. RB Leipzig machte einfach weiter, das 4:1 gegen den SV Werder Bremen, konnte die Minimalchance auf die Meisterschaft dann doch noch weiter erhalten und bis hierhin war es ein guter Auftritt, aber was sich Leipzig ab und an auch mal zu Schulden hat kommen lassen, die Chancenverwertung, sie war bis dato nicht ausreichend. 0:0 nach 45 Minuten. Springen wir in den zweiten Durchgang. Hoffenheim scheinbar nicht mehr in der Lage, Fußball zu spielen. Jetzt vielleicht dann doch tatsächlich mal mit einer Angriffssituation. Grilic zu Samaseku. Gulaschi muss einen Ball halten und das war schon fast ein Wunder. Hätte es sein können, der Treffer wäre aus dem Nichts gekommen. Danach dann von Hoffenheim auch nichts mehr zu sehen. Justin Kluivert auf der linken Seite. Schöner Seitenwechsel. Sko verliert den Ball an Henrichs. Die Flanke zu Nkunku. Perfekt gemacht. 58. Minute. 1:0. RB Leipzig. Hoffenheim zwar numerisch mal im Strafraum sogar in leichter Überzahl, aber das konnten sie dann nicht umsetzen. Leipzig besser postiert. Jetzt aber nochmal Hoffenheim. Grilic und Gulaschi muss dann doch noch einmal eingreifen. In Ansätzen sieht man dann doch wieder, wozu diese Mannschaft vielleicht in der Lage wäre, aber diese Saison von Hoffenheim komplett verkorkst. Und so verlieren sie hier am Freitagabend in Leipzig mit 1:0. Und das geht komplett in Ordnung. Leipzig bleibt oben dran und Hoffenheim muss weiter nach unten schauen. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz am 29. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Starten wir in Augsburg. Der Deutsche Sportclub aus Bielefeld, Arminia, ist zu Gast. Und bei den Bielefeldern läuft es in den letzten Wochen doch deutlich besser. Und die Hoffnung auf den Klassenerhalt, sie ist real. Augsburg muss nochmal aufpassen, nicht unten reinzurutschen. Das gilt für die beiden folgenden Teams überhaupt nicht mehr. Das sind zwei überragend performende Mannschaften. Der erste FC Union Berlin allen voran spielt seine zweite Bundesliga-Saison und sie kreieren Spielsituationen, die so scheinen, als wären sie schon ewig mit dabei. Zu Gast der VfB Stuttgart als Aufsteiger, auch mehr als sicher im Tabellenmittelfeld. 39 Punkte, einer fehlt noch zur 40-Punkte-Marke, aber 39 werden wohl auch zum Klassenerhalt reichen. Für den SC Freiburg besteht auch nur noch eine theoretische Gefahr abzusteigen. 37 Punkte auf Platz 10. Es ist, wenn es rechnerisch überhaupt noch möglich ist, durch die ganzen Konstellationen, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Der FC Schalke 04 wird sehr wahrscheinlich absteigen, aber die Köpfe gehen wieder nach oben. Zuletzt 1:0 gegen Augsburg gewonnen. Das ist doch mal ein Statement von Königsblau. Ab nach Wolfsburg. Hier haben wir ganz andere Konstellationen zu beobachten. Der VfL Wolfsburg will nach der Niederlage in Frankfurt sein Punktepolster auf Dortmund nicht noch weiter schwinden lassen. Es sind auch immerhin noch 8 Punkte Vorsprung für den VfL. Und Bayern nur in Klammern noch 5 Punkte Vorsprung auf Leipzig, auf den Tabellenzweiten. Man muss
Also wirklich auf beiden Seiten nochmal Punkte holen. Ansonsten könnte das Ziel doch noch verfehlt werden. Ab nach Gladbach. Borussia Mönchengladbach zurück in der Spur. Auch da erstmal ein Fragezeichen hinter. So ganz deutlich ist es noch nicht, wo es für die Fohlen-Elf hingeht. Achter Platz, 40 Punkte, das ist okay. Zuletzt in Unterzahl in Berlin einen Punkt geholt. Heute gegen Frankfurt will man unbedingt gewinnen. Die Frankfurter haben aus dem Hinspiel, wo es ein spätes Unentschieden gab, noch eine Rechnung offen. Und sie müssen auch noch Punkte holen, um den vierten Tabellenplatz zu verteidigen. Beginnen wir die Konferenz aber in Augsburg. Machen wir das doch in der WWK Arena in den weißen Trikots. Der FC Augsburg von links nach rechts im ersten Durchgang. Schwarz gekleidet, die Gäste aus Bielefeld. Und ja, die Ostwestfalen, sie leben. Der Wechsel zu Kramer hat sich allemal gelohnt. Man ist vor allem defensiv wieder auch sehr stabil. Und der FC Augsburg, auch lange Zeit sehr defensiv stabil gewesen, bröckelt jetzt so langsam die Fassade. 1:0 Pleite beim FC Schalke 04. Das war schon fast ein Offenbarungseid. Wir schauen aber mal auf die erste Offensivaktion. Daniel Caligiuri geht da auf der rechten Seite ein bisschen unter. Wo ist die Unterstützung? Sie kommt erst da hinten. Das dauert alles ein bisschen lang und wir wollen das erste Mal wechseln. Wir sind in Berlin. Stuttgart in Khaki-Grün und Union Berlin in Rot in den heimischen Trikots. So kennen wir das von den Eisernen. Der VfB Stuttgart von rechts nach links. Gar nicht mal so schlecht hier in der Anfangsphase jetzt, aber mit einem Konterversuch für Union Berlin. Da haben sich die Stuttgarter ja ein bisschen überrumpeln lassen teilweise vom BVB. Und jetzt lassen sie sich wieder überrumpeln. 1:0 Union Berlin. Robert Andrich, etwas mehr als 9 Minuten von der Uhr. Und der VfB Stuttgart defensiv mal wieder eiskalt erwischt. Gut von Union Berlin gespielt. Super Pass. Dann vorbei an Kobel. Kempf fehlt auch heute, deswegen Stenzel in der Startaufstellung. Muss alles erstmal geordnet werden. 1:0 hier, wir wechseln die Station. Landen in Freiburg. Der FC Schalke 04 hier zu Gast, wie bereits angesprochen. Man konnte zum zweiten Mal in der Saison gewinnen, muss aber vor allem defensiv aufpassen. Der SC Freiburg hat auch wieder etwas gut zu machen nach dieser enttäuschenden Pleite bei Arminia Bielefeld, wo man wirklich kaum mal einen Stich sah. Das hier kann es dann eigentlich schon sein. Ralf Fährmann aber ist in ganz guter Form, überzeugte auch beim 2:0 gegen den FC Augsburg. Bei Freiburg Demirovic und Höhler nach Gelbsperre zurück. Chico Höfler auf der 6 auch wieder mit dabei, hat ja ein Kind bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt wieder in der Startaufstellung. Man merkte, dass diese drei Spieler eben von mir benannt gefehlt haben. Gibt direkt den nächsten Eckball. 13. Minute langsam angebrochen. Jonathan Schmid versucht es ein weiteres Mal. Der war bislang noch nicht so ganz gefährlich. Der Standard vom SCF wird wieder reingebracht. Kopfball Demirovic und das war jetzt mal mehr. Ralf Fährmann muss eingreifen. Schauen wir doch nochmal drauf. Ja, spitzer Winkel, aber es ist nicht so, als hätte der FC Schalke 04 aus ähnlicher Position nicht schon einen Treffer kassiert. Vor kurzem von Stefan Leiner bei Borussia Mönchengladbach. Allerdings von der anderen Seite ähnlicher Winkel. Hier ist es dann aber Tor in Wolfsburg. Abstoß. Und wir haben in Wolfsburg den ersten Treffer gesehen. Für Bayern oder für die Wölfe? Für die Bayern. Choupo-Moting mit dem 1:0. Besser gesagt mit dem 0:1. Macht es gut. Ja, er ist kein 1:1 Ersatz für Robert Lewandowski, aber er zeigt, dass wenn er bedient wird, in aller Regel die Chancen auch nutzt. Vorbei an Kun Castells, der zuletzt viermal hinter sich greifen musste, die Pleite bei Eintracht Frankfurt. Das tat schon weh für einen sonst so gut aufgestellten defensiven VfL. 0:1 hier.
Ja, die Niederlage gegen Frankfurt, also ab nach Gladbach. Ja, die Niederlage von Wolfsburg gegen Frankfurt. Und eben diese Frankfurter sind hier in Gladbach gefordert. Da kommt gerade die Fohlen und kommt zum Tor. Super durchgespielt. 15. Minute, Markus Thüram. Wenn er mal im Strafraum ist und nicht gerade einen Elfmeter herausholt, dann macht er auch gerne mal selber die Tore. Schön quergelegt, ein Dicker, kommt zu spät. Kevin Trapp muss hinter sich greifen. Sollte jetzt aber noch nicht allzu viel aussagen, denn die Eintracht hat auch gegen Wolfsburg zurückgelegen, relativ früh in der Partie, sogar noch früher als hier, und konnte das dann schnell drehen. Trotzdem, unbedingt gerne liegt man ja nicht im Rückstand. Die Diskussion rund um die Trainerveränderungen soll hier gar nicht angerissen werden. Frankfurt hat auf jeden Fall jetzt ein großes Brett zu bohren und wir wechseln. Sind wieder in Augsburg, Arminia Bielefeld versucht es gerade nach vorne. Der FCA ist wirklich spielerisch arg limitiert. Dass man gegen den Aufsteiger aus Bielefeld auch wirklich an seinem Spielsystem dran bleibt. Vielleicht Tor in Berlin. Symptomatisch. Tor in Berlin ist deutlich interessanter als das hier. 2-0. Der VfB Stuttgart kassiert mal wieder ein Gegentor. Das ist so ein bisschen die Schwäche. Ja, grundsätzlich Gegentore sind immer Schwächen, aber der VfB, er lässt sich sie dann doch Tor in Augsburg relativ leicht einschenken. 2-0 Ingwarzen und Tor in Augsburg. Tor in Augsburg, ja. Marco Richter macht es. Hätten wir auch fast noch hier bleiben können. Durch die Mitte gespielt, das geht natürlich zu einfach. Stefan Ortega kann da nichts machen. Und die hochgelobte kramersche Bielefelder Defensive, sie ist überrumpelt. 1-0, also für den FCA nach 21 Minuten. Nächste Station, Freiburg. Schalke hat sich in der Defensive tatsächlich gut stabilisieren können unter Gramotzes. Jetzt gibt es Freistoß. Das sind die Zwischenergebnisse. Überall schon Tore, bis auf hier oder zumindest jeweils ein Tor. Hier eben noch keines. Der SC Freiburg versucht es jetzt mit der nächsten Standardsituation. Hatten wir ja schon ein, zwei Ecken hier, die Jonathan Schmid allesamt relativ schwach nur ausführte. Vincenzo Grifo fehlt, das ist ganz klar der Standardspezialist. Er bringt sie einfach deutlich besser rein. Aydin mit dem Klärungsversuch, auch mit der Klärungsaktion kann erstmal vom SC Freiburg aber dann wieder behauptet werden. Der Ball, Schalke steht sehr tief und muss wirklich aufpassen. Tor in Mönchengladbach. Und in Gladbach musste jetzt jemand aufpassen, hat es aber nicht getan. Ausgleich, Djibril Sow in der 26. Spielminute mit dem 1:1, trifft im Borussia-Park und die Eintracht, sie hat auch richtig gute Comebacker-Qualitäten. Ein Rückstand, was soll's, vorbei an Sippel, ja Sippel, der kurz vor dem Ende gegen die Hertha auch noch kurz behandelt werden musste, ist wieder dabei. Sommer noch gesperrt durch die rote Karte im letzten Spiel. 1-1 hier. Tor in Freiburg. Djibril Sow und Tor in Freiburg. Jetzt also doch. Dann doch das 1-0 für die Gastgeber. Santa Maria bringt den SC Freiburg in Front. Der FC Schalke 04 hat sich bis hierhin wacker geschlagen, aber jetzt werden sie dann doch geschlagen. Lukas Höhler müsste es gewesen sein, der querlegt Santa Maria
Der Unglücksrabe, der das Eigentor gegen Bielefeld erzielte, das das Spiel entschied. Tor in Augsburg. Macht hier selber jetzt das 1:0. Apropos Bielefeld, die spielen in Augsburg, da ist ein Tor gefallen. Für Bielefeld. Arne Meyer, 1:1. Der FC Augsburg wird bestraft für seinen Anti-Fußball. Nach der Führung wieder komplett hinten rein. Arne Meyer, schöne Direktabnahme am ersten Pfosten. Giekiewicz kann überhaupt nichts machen. Ausgleich also hier. Wir wechseln nach Wolfsburg. Wo der VfL auch gerne ausgleichen würde. Der FC Bayern München aber deutlich die bessere Figur macht. Jerome Boateng, Sané, Castells mal wieder mit einer Auszeichnung. Der VfL wird doch jetzt nicht etwa zum Ende der Saison doch ein bisschen einknicken. Man spielt so eine überragende Saison. Jetzt will man diesen Champions League Platz über die Ziellinie bringen. Und das 1:0 hier gegen die Bayern auch logischerweise noch lange kein Weltuntergang. Man hat auch noch ein Polster. Hier ist nicht unbedingt mit Punkten zu rechnen, aber so ein bisschen mehr hätte man sich von den Wölfen dann doch eigentlich erwarten können. Das ist bislang wirklich kein gutes Spiel und sie verlieren auch ziemlich viele Bälle. Vielleicht liegt es daran, dass Arnold in der Zentrale gelb gesperrt fehlt. Den kann man nicht so ohne weiteres ersetzen. Der FC Bayern München bleibt auch dran. Etwas mehr als 10 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Jetzt Joshua Kimmich, der hat das Auge für Thomas Müller. 0:2. 35. Minute. Der VfL Wolfsburg in allerhöchster Not. Schöner Pass von Kimmich. Gut von Choupo-Moting durchgelassen. Der sieht, dass Müller da dabei ist. Möglicherweise, dass Müller da auch noch irgendwas reingebrüllt hat. Castells, ja, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Und auch Kevin Mbabu im Hintergrund, er kann es nicht so ganz fassen. Zuletzt 4 Gegentore, jetzt wieder 2. Das ist unfassbar. Das Gegentorkonto von Wolfsburg von jetzt auf gleich richtig hochgeschraubt. Also 0:2 hier, nochmal Berlin vor der Pause. Der VfB Stuttgart macht hier eigentlich keine schlechte Partie mittlerweile. Vor allem setzen sie sich oft am gegnerischen Strafraum fest, kommen dann aber nicht durch. Eigentlich kontern sie auch selber gerne, jetzt aber wieder der erste FC Union. Flanke in die Mitte, Kopfball und Tor. 3:0, 38. Minute, Max Kruse. Gegen die Bayern noch ausgewechselt, war alles andere als ein Parade. Auftritt von ihm jetzt, aber ist er hier wieder Lenker und Denker. Denker wortwörtlich zu sehen, mit Köpfchen macht er das Ding. Drückt den da über die Linie aus. Was sind's? 5-6 Meter. Gregor Kobel kann einem leid tun. 3:0, also das haben die Stuttgarter hier wirklich nicht verdient. Also allgemein, die ganze Mannschaft macht hier keinen 3:0 Katastrophenauftritt. Aber wenn man defensiv dann so anfällig ist, das haben wir auch in München gesehen, wo wir sie in Überzahl spielten. Da Tor in Freiburg. Zahlt die junge Mannschaft dann doch Lehrgeld und wir haben nochmal einen Treffer in Freiburg. 2:0 und jetzt wird es ganz schwer für Königsblau, der SC Freiburg. Er hat sich wieder gefangen, Kopfballtor aus sehr, sehr spitzem Winkel. Santa Maria, gibt Schlimmeres als so einen Treffer reinzumachen. Nachdem er ja dieses Eigentor erzielte, kann er jetzt wieder Wunden lecken. 39. Minute, 2:0 hier, nochmal nach Gladbach. Wo es gerade eine Möglichkeit für Borussia Mönchengladbach nochmal gab, Alassane Player mit dem Kopfball geht aber knapp vorbei. Abstoß für Kevin Trapp. Legt sich den Ball zurecht, 1:1 geht hier schon durchaus in Ordnung, ist ein gerechtfertigtes Ergebnis. Auf Augenhöhe begegnen sich diese Teams. Frankfurt noch nicht so ganz im Flow drin und Gladbach hält super dagegen. Qualitativ sind das ja ziemlich wahrscheinlich ebenbürtige Mannschaften.
In der Breite vielleicht sogar Gladbach noch ein Ticken besser, aber das Momentum liegt vor allem auf Seiten von Frankfurt. Aber daheim, auch wenn es ohne Zuschauer geht, ist Borussia Mönchengladbach immer noch mal etwas mehr angehalten, in einen Sieg zu investieren. Und Frankfurt will das nicht zulassen. Selbst der Rückstand aus der 14. Minute konnte sie nicht umhauen. Und Frankfurt bleibt dran mit Daichi Kamada. Bleibt in Ginter hängen. Und dann klärt es Borussia Mönchengladbach wieder. Bekommen wir hier noch eine Torchance vor der Pause. Ist gleich schon Nachspielzeit angesagt. Frankfurt verteidigt tief, will da nichts durchlassen. Kostic auch ganz weit hinten mal gefordert. Djibril Sow treibt nochmal an. Der Torschütze hat ja selber mal hier in Gladbach gespielt. Jetzt trifft er zum 1-1. Das ist auch der Halbzeitstand. Irgendwo läuft es noch. In Wolfsburg ist das der Fall. Nachspielzeit aber auch gleich abgelaufen. 0-2 spiegelt auch so das Gesehene wieder vollkommen. Die Kräfteverhältnisse sind klar verteilt und werden hier auch klar angezeigt. 0-2, also auch hier Pause auf den anderen Plätzen. Ebenfalls schon Feierabend, zumindest für die ersten 45 Minuten. Guter Auftritt von Joshua Kimmich. Das war's bis jetzt. Wir gucken auf die Zwischenergebnisse und hoffen dann auf weitere spannende 45 Minuten im zweiten Durchgang. Bis gleich. Ja, hier sind die Ergebnisse im Überblick. Gladbach-Frankfurt 1-1, Wolfsburg-Bayern 0-2. Freiburg führt 2-0 gegen Schalke, Union gegen Stuttgart 3-0 sogar und Augsburg gegen Bielefeld 1-1. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten viel Spaß bei der zweiten Halbzeit. Weiter geht's. Willkommen zurück in der Konferenz. Wir starten in Augsburg ein weiteres Mal. 1-1 steht es hier zwischen den Fuggerstädtern und der Arminia aus Bielefeld. Geht so in Ordnung das Resultat, wenngleich Bielefeld doch etwas mehr investiert und sie gehen schon gerade wieder nach vorne. Klar, Augsburg würde aus tabellarischer Sicht, ganz vorsichtig, hier deutlich besser mit dem Punkt leben können, aber so richtig zufrieden kann man doch eigentlich nicht sein. Zu Hause 1-1 nur gegen den Abstiegskandidaten. Der FC Augsburg erwirft weiterhin in dieser Saison viele, viele Fragen auf. So. Und jetzt kommt Augsburg mal wieder. Strobel, es kann doch eigentlich so einfach sein. Strobel! Und Vargas mit dem vermeintlichen 2-1, aber der stand wohl im Abseits. Geht die Fahne relativ schnell hoch und das ist vollkommen korrekt. Aber das ist ein Auftakt. Vielleicht geht's ja so für den FCA. Ab nach Berlin. Der VfB Stuttgart, er lässt sich nicht einschüchtern. Auch wenn es schon 3-0 steht und möglicherweise der Zug hier bereits abgefahren ist. Sie versuchen es weiter mit ihrem Spielstil. Könnte auch 3-2, 3-3 vielleicht sogar stehen. Der VfB aber in letzter Konsequenz eben dann vielleicht doch nicht so abgezockt, wie es Union Berlin jetzt in ihrer zweiten Bundesliga-Saison ist oder sind. Karasor geht runter. Dafür Philipp Clement neu mit dabei. Ist auf jeden Fall ein unterhaltsames Spiel, das Spaß macht. Vielleicht nicht unbedingt so als Stuttgart-Fan. Tor in Augsburg! Jetzt hat wieder jemand Spaß in Augsburg. Und wer? Der Gast aus Bielefeld mit Fabian Klos. 1-2, Partie gedreht. Wird da gut von Okugawa bedient. Klos behält die Übersicht, sieht von wo der Ball kommt. Und Rafael Gikiewicz muss ein zweites Mal hinter sich greifen. Das ist echt bitter. Tor in Wolfsburg. Tor in Wolfsburg, schnell weiter. 0-3, Doppelpack, Choupo-Moting, also der VfL Wolfsburg steht doch etwas neben sich. Die Bayern machen es aber auch richtig gut.
One-Touch-Fußball. Choupo-Moting nimmt ihn aus Höflichkeit nochmal an mit der linken Innenseite, schließt dann aber auch relativ schnell ab. Und dementsprechend sollte es das hier dann wohl eigentlich schon gewesen sein. Haben jetzt zweimal 3:0 auf der Anzeigentafel. Einmal hier in Wolfsburg 0:3, in Berlin 3:0 für Union gegen den VfB Stuttgart. Naja, etwas mehr als eine halbe Stunde sind wir noch zu spielen. Oh, okay, wir haben in Berlin doch kein 3:0 mehr, wie es scheint. Ne, nur noch ein 3:1. Daniel Didavi, er traf auch gegen den BVB. Hier macht er zumindest mal das 3:1. Auch das doch recht nett. Freigespielt. Andreas Lute wird sich ärgern. Schöne Drehung. Auch nicht lange gefackelt. 3:1 hier. Bitte nachziehen auf den anderen Plätzen. Die Tore fallen hier schon wieder von den Bäumen. Ab nach Freiburg. Günther kommt über die linke Seite für den SC Freiburg. Der Sportclub hat hier wirklich alles im Griff. Der FC Schalke 04 aktuell tatsächlich eher auf Schadensbegrenzung aus. Man kann auch nicht davon ausgehen, dass sie hier nach einem 2:0 nochmal zurückkommen. Ausschließen sicherlich auch nicht, aber die Chancen gehören dann schon eher dem SC Freiburg, wenngleich es auch nicht so viele gibt. Höfler legt raus, Jonathan Schmid auf der rechten Seite. Ist ein launiger Frühsommer-Kick oder Spätfrühling-Kick. Irgendwas dazwischen, mal schneit es, mal scheint die Sonne. Also hier ist es gerade richtig herrlich für den FC Schalke 04. Ist es nochmal ein Erlebnis, denn lange wird Freiburg in diesem Stadion hier auch nicht mehr spielen. Schalke konnte es jetzt in der letzten Saison dann zumindest nochmal mitnehmen. Aber das wird heute eventuell nicht mehr reichen, also 2:0 hier, wir geben ab nach Gladbach. Hier haben wir gerade nochmal ein Auge geworfen auf eine Situation von Player, die liegt aber schon einige Zeit zurück. Sind schon mehr als eine Stunde hier im Spiel, das 1:1 ist nach wie vor in Ordnung. Keine Mannschaft möchte so richtig einen Fehler begehen, also sicherlich wäre Frankfurt ein bisschen zufriedener mit diesem 1:1, aber wenn man gewinnen kann, dann will man sicherlich auch gerne hier die 3 Punkte mitnehmen. Borussia Mönchengladbach aber auch zu jeder Zeit gefährlich, vor allem aus dem Hinspiel ist das den Frankfurt dann noch bekannt. Liegt ihnen sicherlich noch schwer im Magen, Tor in Wolfsburg. Dieses Erlebnis und der 4. Treffer in Wolfsburg. 1:3, der Ehrentreffer oder Anschlusstreffer, wie auch immer, es ist auf jeden Fall das 1:3. Wout Weghorst macht den Treffer, ist zielsicher. Und das gibt uns einmal die Möglichkeit, auf alle Zwischenergebnisse zu schauen, bevor es gleich in die Schlussphase geht. Da oben rechts werden sie angezeigt. Vor allem in Gladbach und in Augsburg ist es noch spannend. In Wolfsburg und in Berlin vielleicht nochmal ein bisschen enger. Schauen wir alles mal. Also hier das 1:3. Vielleicht die große Wende. Tor in Gladbach. Aber auch nur ein Strohfeuer. Und jetzt der Treffer in Gladbach. 2:1 für den VfL. VfL Borussia Mönchengladbach geht in Führung. Es ist der Frankfurt-Schreck. Wollen wir ihn so bezeichnen? Können wir, glaube ich. Lars Stindl mit der rechten Seite angenommen, mit links abgeschlossen. Die zweite Führung für die Rose Elf, die ab nächster Saison vom Trainer auf der Gästebank übernommen wird und geleitet wird. 2:1 hier, Frankfurt muss wieder ausgleichen. Wir geben nochmal weiter. Wir sind wieder in Freiburg. Der SCF schraubt am 3:0. Der FC Schalke 04 hatte, als sie abgegeben haben, eine Ecke. Da ist so eine Halbchance draus geworden, aber der Freiburger allgemeine
Zuschauer wird das hier auf der Couch nicht mehr so richtig dramatisch sehen, denn Schalke kommt nicht mehr so wirklich durch. Es ist sicherlich jetzt noch knapp 20 Minuten Konzentration gefordert vom SC Freiburg, aber so ganz groß müssen sie sich hier wohl nicht mehr strecken, um das über die Linie zu bringen. Günther legt zurück, das dauert hier auch Elfmeter alles so in Wolfsburg. Seine Weile und Elfmeter in Wolfsburg. Wird es doch nochmal spannend. Mitnichten, es gibt nämlich Elfmeter für Bayern. John Anthony Brooks gegen Choupo-Moting. Eieiei, geht da aber auch zu Boden wie nasser Sack Zement. Eine Schwalbe möchte ich ihn nicht unterstellen, gab sicherlich einen Kontakt. Und Thomas Müller. Der Fairplay-Gedanke möglicherweise im Hinterkopf. Der strittige Elfmeter wird weit daneben geschossen. Ja, meistens schießt ja auch Lewandowski und nicht mehr er. Konnte aber eigentlich besser. Weiter 1:3 hier. Dann haben wir noch zwei Spiele, in denen es richtig eng ist. Zweimal 2:1, einmal in Gladbach gegen Frankfurt und einmal hier in Augsburg gegen Bielefeld. Arminia macht es richtig gut. Das 2:1 Stand jetzt wäre auch sicherlich das verdiente Resultat. Der FC Augsburg kann aber auch gut und gerne mal spät noch zurückschlagen, wobei sie bei der Niederlage gegen den FC Schalke 04 zum Ende raus nicht mehr so richtig viel Gefahr erzeugen konnten. Hier wird ein bisschen gewechselt, knappe Viertelstunde noch zu spielen. Und was würde denn dieses Ergebnis bedeuten? Augsburg weiterhin 32 Punkte und Bielefeld 29. Das sind nur noch 3 Punkte Differenz. Elfmeter in Berlin. Also es könnte nochmal eng werden für Augsburg und auch für Berlin. Nein, nein, nein. Elfmeter hier auch für die Mannschaft, die 3:1 führt. Anton, ja, spielt auch eigentlich den Ball. Also die Elfmetersituation hier und heute in Wolfsburg und hier in Berlin, sie sind zumindest mal fragwürdig. Max Kruse verschießt eigentlich nie einen Elfmeter. Ein einziges Mal ist es ihm vorher passiert, als er den Rekord knacken wollte. Und jetzt, der ist ja schon gut platziert, aber halt gelupft. Und das lässt ein Gregor Kobel nicht mit sich machen. Das kann Max Kruse natürlich viel besser und ein bisschen schwach, den dann so zu treten. Verpasst das 4:1, wird ihn sicherlich auch ärgern. Macht heute ein richtig gutes Spiel, hat ja auch selber schon geknipst. Bringt jetzt die Ecke, die zurückkommt und die ihm dann eine Abseitsposition vorwirft. Oh, ja, haarscharf, aber wohl richtig. Wir wechseln nochmal dahin, wo es spannender ist. Hier im Borussia-Park ist es definitiv noch spannender. Frankfurt will die Pleite hier wirklich verhindern. Aber Gladbach verteidigt das mit Mann und Maus. Es wäre wirklich nochmal die Chance, nicht nur bei der Conference, vielleicht sogar bei der Europa League anzuklopfen. Da wäre dann aber ein Dreier hier schon definitiv notwendig. Weiter Freistoß, aber kommt nicht ganz aus der eigenen Hälfte raus. Frankfurt wartet aber auch noch auf so die hundertprozentige Ausgleichsmöglichkeit. Sie war nach dem 2:1 bislang noch nicht geboten. Tor in Freiburg. Nochmal ein Tor in Freiburg. Also schnell rüber. 3:0 für den SCF. Wird gerade doch wieder ein bisschen bitter für Schalke. Aber gut, das Torverhältnis ist sowieso zum Vergessen. Keitel springt da ein, macht ihn dann ja mit der Fußsohle, glaube ich. Schöne Hereingabe von links. Ralf Fährmann kann einem leid tun. Muss zum dritten Mal hinter sich greifen. 84. Minute, also 3:0 hier, alles entschieden. Wir gehen nochmal nach Augsburg. Da ist es noch knapp.
Und der FCA kommt nochmal. Caligiuri kommt nicht durch. Nilsson ist gut dazwischen und Kunze passt mit auf. Framberger, sie laufen nochmal an, die Augsburger. Aber kommt es zu spät, dieses Aufbäumen? Der Ball ist nicht gut. Und für keinen Spieler der Welt vernünftig zu erreichen. 87. Minute läuft so langsam ab. Und Augsburg muss sich das dann tatsächlich bewusst machen. Es trennen diese beiden Mannschaften nach diesem Spiel, mit diesem Ergebnis zumindest, nur noch 3 Punkte. Und dann weiß Augsburg ganz genau, wo es steht, in welcher Lage es sich befindet. Hier wird nochmal gewechselt. Benesch kommt für Goetzo, klar, offensive Kreativität kommt rein. Und wir geben nochmal nach Gladbach. Frankfurt probiert alles, investiert viel, kommt aber momentan einfach nicht durch. Gladbach macht es sehr clever, sehr gut, sehr reif, sehr erwachsen. Und Kevin Trapp weiß nicht wohin mit dem Ball. Kevin Trapp. Vergessen wir lieber ganz schnell diese Situation. 90. Minute. Wir gehen in die Nachspielzeit. Es gibt nur 2 Minuten obendrauf. Vielleicht 1 Minute zu wenig, aber so ganz große Unterbrechung gab es hier auch nicht. Gladbach macht es gut und Frankfurt sieht nicht danach aus, als könnte die Eintracht hier nochmal zurückschlagen. Sie können es nicht mehr. Gladbach gewinnt mit 2:1 gegen Frankfurt. Trotzdem für Frankfurt noch alles weiterhin gut drin, aber das ist sicherlich eine enttäuschende Niederlage. Nochmal nach Wolfsburg. Zum Ende hin nicht mehr das ganz große Spektakel geworden. Der FC Bayern hätte das 4. durchaus erzielen können. Lacroix klärt den Ball. Und damit ist Schluss. Damit ist Feierabend. Auf den anderen Plätzen ebenfalls. So sieht's am Ende aus. Die 5 Spiele im Überblick, sind doch ein paar Treffer gefallen. Und allen voran hier der VfL Wolfsburg, der sich nicht von Frankfurt absetzen kann, denn Frankfurt hat auch verloren. Ist dann interessant zu sehen, was macht Dortmund am Sonntag gegen den SV Werder Bremen. Bayern mit dem nächsten Schritt Richtung Titel. Sehr wahrscheinlich, dass sie den jetzt dann über die Ziellinie bringen. Das war's. Jetzt die Zusammenfassung. Bleiben Sie am Ball. Und hier in Gladbach gefordert. Da kommt gerade die Fohlen und kommt zum Tor. Super durchgespielt. 15. Minute. Markus Thüram. Wenn er mal im Strafraum ist und nicht gerade einen Elfmeter herausholt, dann macht er auch gerne mal selber die Tore. Schön quergelegt, ein Dicker, kommt zu spät. Kevin Trapp muss hinter sich greifen. Sollte jetzt aber noch nicht allzu viel ab. Ausgleich. Djibril Sow in der 26. Spielminute mit dem 1:1. Trifft im Borussia Park. Und die Eintracht, sie hat auch richtig gute Comebacker-Qualitäten. Ein Rückstand, was soll's. Vorbei an Sippel, ja, Sippel. Der kurz. 2:1 für den VfL. VfL Borussia Mönchengladbach geht in Führung. Es ist der Frankfurt-Schreck. Wollen wir ihn so bezeichnen? Können wir, glaube ich. Lars Stindl mit der rechten Seite angenommen, mit links abgeschlossen. Die 2. Führung für Bayern. Choupo-Moting mit dem 1:0. Besser gesagt mit dem 0:1. Macht es gut. Ja, er ist kein 1:1 Ersatz für Robert Lewandowski, aber er zeigt, dass wenn er bedient wird
in aller Regel die Chancen auch nutzt. Vorbei an Kuhn-Castells, der Seitenwechsel, jetzt Joshua Kimmich, der hat das Auge für Thomas Müller. 0:2. 35. Minute, der VfL Wolfsburg in allerhöchster Not. Schöner Pass von Kimmich, gut von Choupo-Moting durchgelassen. Der sieht, dass Müller da dabei ist. Möglicherweise, dass Müller da auch noch irgendwas reingebrüllt hat. Castells, ja, da kann man 0:3, Doppelpack Choupo-Moting, also der VfL Wolfsburg steht doch etwas neben sich. Die Bayern machen es aber auch richtig gut. One-Touch-Fußball. Choupo-Moting nimmt ihn aus Höflichkeit nochmal an mit der linken Innenseite, schließt dann aber auch relativ schnell ab. Und dementsprechend sollte es das 1:3, der Ehrentreffer oder Anschlusstreffer. Wie auch immer, es ist auf jeden Fall das 1:3. Wout Weghorst macht den Treffer, ist zielsicher. Und das gibt uns einmal die Möglichkeit. Mitnichten, es gibt nämlich Elfmeter für Bayern. John Anthony Brooks gegen Choupo-Moting. Eieiei, geht da aber auch zu Boden wie nasser Sack Zement. Eine Schwalbe möchte ich ihm nicht unterstellen, gab sicherlich einen Kontakt. Und Thomas Müller. Der Fairplay-Gedanke möglicherweise im Hinterkopf. Der strittige Elfmeter wird weit daneben geschossen. Dann doch das 1:0 für die Gastgeber. Santa Maria bringt den SC Freiburg in Front. Der FC Schalke 04 hat sich bis hierhin wacker geschlagen, aber jetzt werden sie dann doch geschlagen. Lukas Höhler müsste es gewesen sein, der querlegt Santa Maria. Der Unglücksrabe, der das Eigentor gegen Bielefeld erzielte, dass das Spiel 2:0. Und jetzt wird es ganz schwer für Königsblau, der SC Freiburg. Er hat sich wieder gefangen. Kopfballtor aus sehr, sehr spitzem Winkel. Santa Maria. Gibt Schlimmeres, als so einen Treffer reinzumachen, nachdem er dieses Eigentor erzielte. 3:0 für den SCF, wird gerade doch wieder ein bisschen bitter für Schalke. Aber gut, das Torverhältnis ist sowieso zum Vergessen. Keitel springt da ein, macht ihn dann mit der Fußsohle, glaube ich. Schöne Hereingabe von links. Ralf Fährmann kann lassen teilweise vom BVB. Und jetzt lassen sie sich wieder überrumpeln. 1:0 Union Berlin. Robert Andrich, etwas mehr als 9 Minuten von der Uhr. Und der VfB Stuttgart defensiv mal wieder eiskalt erwischt. Gut von Union Berlin gespielt. Super Pass. Dann vorbei an Kobel. Kempf fehlt auch heute. Deswegen Stenzel in der Startaufstellung. Muss alles erstmal geordnet werden. 1:0 hier. Wir wechseln die Station. 2:0. Der VfB Stuttgart kassiert mal wieder ein Gegentor. Das ist so ein bisschen die Schwäche. Ja, grundsätzlich Gegentore sind immer Schwächen, aber der VfB, er lässt sich sie dann doch Tor in Augsburg relativ leicht einschenken. Jetzt aber wieder der erste FC Union. Flanke in die Mitte, Kopfball und Tor. 3:0, 38. Minute, Max Kruse. Gegen die Bayern noch ausgewechselt, war alles andere als ein Paradeauftritt von ihm. Jetzt aber ist er hier wieder Lenker und Denker. Denker wortwörtlich zu sehen, mit Köpfchen macht er das Ding. Drückt den da über die Linie aus. Was sind es? 5, 6 Meter.
Gregor Kobel kann einem leid tun. 3:0, also das haben die Stuttgarter hier wirklich nicht verdient. Also allgemein, die ganze Mannschaft macht hier kein 3:0. Nee, nur noch ein 3:1. Daniel Didavi, er traf auch gegen den BVB. Hier macht er zumindest mal das 3:1. Auch das doch recht nett freigespielt. Andreas Lute wird sich ärgern. Schöne Drehung. Auch nicht lange gefackelt. 3:1 hier. Bitte nachziehen auf den anderen Plätzen. Die Tore fallen hier schon wieder. Nein, nein, nein. Elfmeter hier auch für die Mannschaft, die 3:1 führt. Anton, ja, spielt auch eigentlich den Ball. Also die Elfmetersituation hier und heute in Wolfsburg und hier in Berlin, sie sind zumindest mal fragwürdig. Max Kruse verschießt eigentlich nie einen Elfmeter. Ein einziges Mal ist es ihm vorher passiert, als er den Rekord knacken wollte. Und jetzt, der ist ja schon gut platziert, aber halt gelupft. Und das... Marco Richter macht es. Hätten wir auch fast noch hier bleiben können. Durch die Mitte gespielt. Das geht natürlich zu einfach. Stefan Ortega kann da nichts machen. Und die hochgelobte Kramersche Bielefelder Defensive, sie ist überrumpelt. Für Bielefeld. Arne Meyer. 1:1. Der FC Augsburg wird bestraft für seinen Anti-Fußball. Nach der Führung wieder komplett hinten rein. Arne Meyer, schöne Direktabnahme am ersten Pfosten. Giekiewicz kann überhaupt nichts machen. Ausgleich also hier. Wir wechseln. Der Gast aus Bielefeld mit Fabian Klos. 1:2. Partie gedreht. Wird da gut von Okugawa bedient. Klos behält die Übersicht, sieht von wo der Ball kommt. Und Rafael Giekiewicz muss ein zweites Mal hinter sich greifen. Leverkusen mühte sich, konnte aber gegen Hoffenheim keine wirklich torgefährlichen Aktionen erzeugen. Folgerichtig ein 0:0. Der erste FC Köln hat einen Trainerwechsel durchgemacht. Gisdol weg, Funke her. In Gelb gekleidet die Gäste in der Defensive gefordert. Es lief nicht sonderlich gut von Beginn an. Leverkusen mit dem 1:0. In der 7. Spielminute Patrick Schick kommt noch rechtzeitig aus dem Abseits raus. Hat dann zu viel Platz. Im 16er dreht sich und macht das 1:0. Das 2:3 gegen Mainz war aus Kölner Sicht wirklich ein richtiger Tiefschlag. Und jetzt vielleicht mit Funkel dann doch nochmal irgendwas erzeugen. Aber was sollte das sein? Skiri mit dem Ball, der viel zu weit ist. Leverkusen ja auch nicht unbedingt mit breiter Brust hier im Derby. Manche möchten es ja so nicht bezeichnet haben, aber irgendwie war es das schon. Und Leverkusen nahm sich dann diesen Charakter auch an. Ja, das richtige Derby von Köln findet gegen Gladbach statt, vielleicht gegen Düsseldorf. Leverkusen war es egal. Sie wollen erstmal die 3 Punkte haben, ob das jetzt gegen Köln oder wen auch immer ist. 2:0 nach 36 Minuten. Patrick Schick mit dem Doppelpack konnte sich sehen lassen. Funkel hatte jetzt die Woche Zeit, aber so richtig wollte da noch nichts überspringen. Leverkusen machte weiter. Florian Wirtz, diesmal sogar jemand dazwischen. Tschichos passt auf und verhindert den Dreierpack von Patrick Schick, der heute seine Startaufstellung-Nominierung auch definitiv bestätigen konnte. Das war deutlich gefährlicher als all das, was Alario sonst zuletzt brachte. Über eine Stunde gespielt, jetzt mal der erste FC Köln mit Jonas Hector. Der hat das Auge für Elvis Rexbeschei. Radetzky fängt den aber ab. Rexbeschei in der Startaufstellung heute, weil Andrej Duda gelb gesperrt fehlt. Trotzdem hatte Leverkusen hier keine Probleme, das Spiel zu dominieren nach Lust und Laune. Wenn sie dann mal wieder ein bisschen mehr machten, wurde es gefährlich. Und Ezequiel Palacios machte in der 70. Minute alles klar mit dem 3:0. Zentrum viel zu offen, guter Abschluss vom Mittelfeldmann, der jetzt unter Hannes Wolf wieder mehr zur Entfaltung kommen kann.
Und es hätte noch härter kommen können, weil Wendell hier ganz haarscharf am Tor nur vorbeizielt. Das 4:0 lag noch einmal in der Luft, wäre vielleicht aber auch am Ende zu viel des Guten gewesen. So bleibt es beim 3:0. Bayer 04 Leverkusen peilt die europäische Qualifikation an. Champions League könnte sehr schwer werden, Europa League ist realistisch und der 1. FC Köln erblickt weiter ganz tief in den Abgrund. Der BVB misst sich mit dem SV Werder Bremen und Werder Bremen, ja, sie mussten es zumindest versuchen, hier im Westfalenstadion zu bestehen. Die Mannschaft von Florian Kohfeldt tut sich ja mit dem Verteidigen leichter als mit dem Angreifen, aber auch das zuletzt gegen Leipzig war nicht mehr so gut defensiv. Hier konnten sie aber lange recht stabil bleiben, der BVB ja unter der Woche noch in der Champions League dran gewesen, also es ist nicht so, als hätte der BVB hier alle Trümpfe auf der Hand. Trotzdem favorisiert waren sie schon. Das hier ist mal Marco Friedl mit einer guten Verteidigungsaktion gegen Erling Haaland. Pavlenka kann den Ball dann festhalten. Der BVB aber trotzdem deutlich besser. Erling Haaland bekommt hier mal den Ball. Eine der wenigen Aktionen, die zu einem richtig gefährlichen Abschluss führen. Aber dann Pavlenka da, das ist eine sehr gute Reaktion, so viel vorwerfen kann man da Erling Haaland eigentlich nicht. Ging dann mit dem 0:0 in die Pause, bisschen enttäuschend sicherlich für Schwarz-Gelb. Werder Bremen, das nochmal nach unten schauen muss in der Tabelle mit ihren 30 Punkten, war mit dem 0:0 sehr gut bedient und auch durchaus zufrieden. Das war defensiv mal wieder ein guter Auftritt. Aber nach vorne lange Zeit nichts, wir sind im zweiten Durchgang, dann Davy Selke aus der anderthalbten zweiten Reihe. Naja, es ist kein ganz gefährlicher Torschuss gewesen, aber er näherte sich so zumindest ein bisschen dem Gehäuse von Marvin Hitz an, mehr aber auch nicht. Der anschließende Abstoß von Marvin Hitz in die gegnerische Hälfte getreten. Haaland setzt sich im Duell durch. Giovanni Reyna plötzlich völlig frei. Erling Haaland im Strafraum und diesmal erfolgreich. 54. Minute, 1:0 für den BVB. Absolut verdient auch. Man merkte dem SVW an, dass Ömer Toprak fehlte. Der Abwehrchef ist für diese Mannschaft in der Defensive unglaublich wichtig. Jetzt war sein Fehlen durchaus auffällig. Jetzt musste der SV Werder Bremen etwas tun, um überhaupt nochmal was Zählbares mitzunehmen. Felix Agu liegt quer und es gab nochmal diese Chance. Davy Selke in der 75. Minute. Nicht im Abseits, Treffer hätte gezählt. Stark von Marvin Hitz, ja auch nicht vor Kritik gefeit in dieser Saison. Den hält er fest. Und damit auch die 3 Punkte für Dortmund. Die Champions League-Hoffnung darf weiterleben. Der SV Werder Bremen muss weiterhin irgendwo noch Punkte sammeln. Zum Abschluss des 29. Spieltags treffen der 1. FSV Mainz 05 und Hertha BSC aufeinander. Ein Abstiegsduell, das sich so richtig gewaschen hat. Der 1. FSV Mainz 05 unter Bo Svensson wirklich richtig gut zum Leben erweckt. In der Rückrundentabelle stehen sie weit oben und diesen Eindruck bestätigten sie. 6. Minute, Karim Onisivo mit dem 1:0. Hertha BSC beim 2:2 gegen Gladbach in Überzahl lange Zeit, taten sie sich schwer, ließen sich auskontern. Das konnte man nicht so richtig verstehen aus Herthaner Sicht. Hier hatten sie jetzt beim 11 gegen 11 erst ihre Probleme, fanden dann aber doch ihre Lösungen mit Luke Bakio und Córdoba. Ausgleich 17. Minute, Jean Córdoba, der hat hier beim 1. FSV Mainz 05 so ein bisschen Bundesliga-Luft auch schon schnuppern können. Über Köln führte ihn dann der Weg nach Berlin. Mainz aber von dem 1:1 nicht wirklich geschockt. Das 3:2 gegen Köln sorgte nochmal für eine breite Brust. Boetius dann mal mit diesem Freistoßversuch. Auch nicht so schlecht, fehlte nicht viel, war für die Platzierung, die diese beiden Mannschaften aufweisen, nämlich 14 Mainz, 15 Hertha, doch richtig unterhaltsam und spaßig. Wir hatten schon Treffer auf beiden Seiten und Torchancen waren auch durchaus geboten. Trotzdem eine sehr intensive Partie. Die Hertha fuchste sich hier weiter rein. Plattenhardt zu Askasiba, ja, bei dem wird man sich nicht bedanken, egal was er macht. Askasiba mit der Flanke, Kopfballvorlage Luke Bakio und Mateusz Kunja mit dem 2:1 für die Gäste.
36. Minute. Der Ball von Askar Siba ist gut. Vielleicht wird man sich dann doch irgendwann bei ihm mal bedanken. Denn der hat schon so seinen Einfluss, der Santiago Askar Siba, auch wenn am Ende Cunha den Ball über die Linie drückt. 2:1 für die Gäste, also Spiel gedreht, der erste FSV Mainz 05. Er musste wieder was machen, aber sie waren weiterhin erstmal in der Defensive gefordert. Radonjic über die rechte Seite, legt quer zu Gendouzi, Askar Siba und Córdoba mit dem 1:3. 57. Minute, Doppelpack vom Kolumbianer. Mainz mitten ins Herz getroffen. Damit würde die Hertha erstmal wieder an Mainz vorbeiziehen. Spiel war aber noch lange nicht zu Ende und die defensive Stabilität, die man bei der Hertha unter Pal Dada eigentlich wieder erlangen wollte, sie war nicht zu 100% wiederhergestellt und dann kommt Schwolo da auch noch unmotiviert raus und Onisivo schlägt noch einmal zu. Setzt den da drüber über Schwolo. Das ist ein Torwartfehler, den man sich so in so einem Spiel eigentlich nicht erlauben darf, aber das weiß Robin Zentner ganz genau. Aus Mainzer Sicht, das kann mal passieren. Viertelstunde noch zu spielen. Die Hertha wollte nochmal einen 2-Tore-Vorsprung erzielen. Das da nochmal Gendouzi aus der zweiten Reihe. Ball ging dann aber vorbei. Mainz rannte an, kam aber nicht mehr durch und so blieb es am Ende beim knappen 2:3. 5 Tore in diesem Abstiegsduell, damit konnte man nicht rechnen. Die Hertha holt sich ganz wichtige 3 Punkte und Mainz, sie bleiben unten weiterhin stecken. Jo, da seht ihr die Ergebnisse und die daraus resultierende Tabelle im Überblick. Wenn es gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, haut rein und adios.